Ha, ist nett, dass er mal hineinschaut. Ja, in einer neuen Kulisse, wo 2017 gearbeitet wird. Spärliche Beleuchtung, ist also nicht voll ausgeleuchtet. Trick wird also auch jetzt nicht gemacht. So, die neue Sendung ist halt zum Basteln, also wird hier alles aufgebaut und ihr seht, dass ich in einem Greenscreen arbeiten werde. Und in diesem Greenscreen werden wir dann einige verschiedene Kulissen einarbeiten, wo ich dann agieren werde. Ich begrüße euch total recht herzlich, Star Wars. Im Moment ist bei Star Wars ein bisschen ruhig. Wir haben natürlich auch Militärfreunde. Das ist so ein kleiner Eimer aus Dingens. Der Bösewicht, der liegt hier. Boah, mein Ding, das liegt. Boah, das liegt wirklich. Wir sind auch Militärfreunde, ne? Militärfreunde. Wow, ne? Der Tiger, der wiegt. Voll funktionstüchtig. Über 12 Kilo schwer. Und wenn der angeht, dann knattert er. Ne? Ja. Eine Menge haben wir vor. 2017. Mir fällt halt auf, dass man euch nicht sensibilisieren kann. Es ging ja um die Armen, die also freies Fernsehen haben und Ende März kein freies Fernsehen mehr haben. Aber das juckt euch nicht, weil ihr habt Satellit, ihr habt Kabel, ihr habt Sky, aber es gibt nun mal 36 Millionen, die das nicht haben. So, von diesen 36 Millionen ist man so 6 Millionen sofort betroffen. Am 28. 29. wird halt dieses DVB-T, was man so über eine Hausantenne und überhaupt tragbare Antenne mitführen kann und wo man dann halt, ja, ich begrüße euch, hi, wo ihr dann Fernsehen gucken könntet. Aber interessiert euch nicht, das ist mir schon aufgefallen. Darum, ja, denke ich mir neue Geschichten aus. Mal schauen, was wir da so machen können. Aber während ich hier so bei den Geschichten erzählen bin, wollte ich den sogenannten Star Wars Freunden doch noch was so auf den Weg bringen. Also kommt mal mit zu den Star Wars Freunden, denn da haben wir noch was zu erzählen. Ja, ich begrüße euch in einer sogenannten Star Wars Kulisse. Muss dabei sagen, wir sind keine Fans. Wir sind also keine Star Wars Fans. Wir mögen Film, wir drehen ja selber, wir sind eine Fotofilmproduktion und in dieser Fotofilmproduktion haben wir uns gedacht, Star Wars. So, viele Kunden sagen, Star Wars ist ja gar nicht mehr so angesagt, die sind so mehr auf Assassins. Gut, da wäre auch Cosplay, ne? Diese Kostüme hinter mir sind tragbar, sind also an, also kann man an, kann man kaufen, kann man anziehen. Hätte man jetzt auch zu Karneval sich umkleiden und draußen rumlaufen. Aber wir leben hier in einer total freien Zone. Wir haben hier die sogenannte Star Wars freie Zone. Wir haben zwar festgestellt, dass einige Kunden Figuren mögen. Spawn wurde gekauft. Och, es war mal ein Hype auf Star Wars, aber Star Wars klingt so langsam ab. Assassins sind einige auch. Solltet ihr jetzt so merkwürdige Geräusche da hier auf diesem hören, hinter mir ist ein Schaufenster und dahinter ist eine Kirche und die sind ja gerade am Rumsägen wieder. Wir haben heute nämlich schönes Wetter und schon legen die wieder los. Ja, an alle Kunden, die tagtäglich hier hineinkommen, sie werden mal wieder staunen und dieses Staunen werde ich auch gleich zeigen. Es wurde natürlich mal wieder umgebaut, weil wir als Foto- und Filmproduktion natürlich auch noch dieses Copyhaus haben. Wir haben das Medienhaus, Copyhaus. Wir stellen ja nicht nur her, wir produzieren ja auch, wir überspielen und digitalisieren und so weiter und so fort. Gestern hatten wir noch, ich nehme es an, es war ein Scherz, ist klar, aber es war ein Telefonat von sehr weit weg, aus irgendwo aus Indien. Und wir sprechen ja sehr gut Englisch, aber trotzdem, schauen wir mal. Sollte aus Indien da irgendwie was sein, wegen Film, Foto, ich vermute, dass die uns irgendwelche Software verkaufen wollen. Da bin ich also auch schon beim Thema. Ja, also neue Software ist bestellt worden für diejenigen, welche, die da Fotos und Film
bearbeiten möchten. Wir haben also die, die Schnittstraße doppelt fertig. Ja, also man kann hier an zwei Schnittplätze seine Filme bearbeiten. Seine Digitalisation, wir hatten hier also schon Musikleute, die hier Musik dann für die GEMA fertig gemacht haben, damit die GEMA das dann bearbeitet. So, hier, wie gesagt, ist ja momentan nicht viel los. Worüber soll man schon erzählen, dass wir Star Wars haben, ist klar. So, wir haben Cosplay, haben wir schon. Wir werden den Kylo Ren, da fehlt jetzt leider seine Maske, weil die ist verkauft, weil wir verkaufen auch Kulisse, weil wenn einer sagt, oh, komm, gefällt mir, kann man kaufen, dann ist die Kulisse zwar bei den Dreharbeiten da ein bisschen, da muss man rum, da komme ich aber auch gleich hinzu. Also hinten im Green Room habt ihr ja gesehen, da hat man also auch schon sich was ausgedacht. Also wir haben hier verschiedene Ecken, wo wir drehen. Und da das hier auch alles für Filmpool ist, für Komparsen.de und so weiter, die brauchen gewisse Ecken, damit das irgendwie interessanter reinschaut, ist klar. Gut, ich kann jetzt hier den Laden nicht immer zumachen für die Dreharbeiten. Deswegen sind die Dreharbeiten meistens so am Wochenende. Weil viele Kunden fragen, warum habt ihr am Wochenende zu? Am Wochenende haben wir zu, weil hier dann alles regeneriert wird, aufgeräumt wird, umgeräumt wird, gestaltet wird oder halt gedreht wird. Ja, so, überall sind Kameras, aber wie gesagt, wenn die Kunden da sind, dann sind die Kameras aus und wenn die Kunden wieder weg sind, sind die Kameras wieder an. Das ist ja einigen auch schon aufgefallen. Ja, Star Wars Kulisse, Sammelfiguren, Theater, Filmfiguren, Theater, alles bleibt. Die Cosplay-Sachen bleiben. Ich springe jetzt nicht in die Kostüme. Ob irgendwann mal wir irgendwie was Specialiges drehen, das hängt jetzt an euch ab. Deswegen ist das Video entstanden. Also, es ist entstanden erstmal durch, ja, habt ihr Interesse, habt ihr Lust, Film, Foto selbst zu machen. So viele Künstler wohnen leider nicht hier vor Ort. Die meisten wohnen leider sehr weit weg. Auf dem Wege begrüße ich alle recht herzlich, die bei Facebook den Medienkanzler schon kennen, den AWR Movie kennen, also seit 1995. Online von 1975 bis 1995 nicht online, da musste man das immer analog machen, analog arbeiten, analog schneiden und das dann analog weitergeben. Wir haben so ein bisschen mit Hi8 gearbeitet, ne? Hi8 haben wir gearbeitet, wir haben mit VHS gearbeitet, davor in den 60ern, ich bin ein Kind der 50, 60er Jahre und da hat man mit Super 8 normal gearbeitet. So, was kann man denn so machen, dass Leute Lust haben zuzuschauen? Ja, Leute Lust haben zuzuschauen. Gut, jetzt könnte ich hier über die Figuren reden hier, ja. Die, sag aber, ihr kennt die ja alle. Ja? Kylo könnte ich sehen, aber also wir haben vor. Ende des Jahres 2017 kommt ja wieder Episode 8 ins Kino. Da soll natürlich Kylo Ren fertig als Montur stehen. Ja? Und natürlich seine Gegenspielerin Rey. Schön bekleidet, alles so im Original. Wir wollen euch dann recht herzlich einladen. Wir werden sicherlich irgendwie wieder das umgestalten. Also noch einmal, wir sind keine Fans. Ja? Wir sind keine Fans. Ja? Das hier ist ein... Ach, wie soll man das erklären? Ein Film, Figuren, Theater, wo man das auch alles kaufen kann. Man kann das alles kaufen, wenn man das gebrauchen kann, für eine Dekoration. Wir sind ja auch ein Kreativgeschäft, ja. Ihr könnt hier eure Kreativität freien Lauf lassen. Ich werde jetzt mal so einen kleinen Schwenk machen und euch dann mal versuchen, einiges zu erklären, was alles hier so abgeht. Okay, dann kommt mal mit. So, wir, die das beruflich machen, also wir, die hier beruflich arbeiten, die hier an den Computerstraßen und an der Kopierstraße den Kunden helfen, tagtäglich helfen. Wir sind ja eine Schreibstube, wo die Leute schreiben können, wo die Künstler ihre Sachen machen können, was ihr vielleicht gar nicht wisst. Deswegen mache ich ja dieses Video heute, die Supernasen. Supernasen kennt ihr, den Film, ja, mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja, an diesem Kopierer da war der Bassist
und der Komponist von Supernasen. Supernasen. So, wir haben da ein bisschen rumphilosophiert. Er war hier in unserer Kulturhauptstadt und musste seine Eltern besuchen und kam frisch aus Kalifornien. Gestern war ein waschechter GI da. Ein waschechter GI da aus Amerika. Und ich musste seine Papiere da fertig machen, weil er hier auf Wohnungssuche ist. Ich habe also den waschechten amerikanischen Pass in den Händen gehalten und muss sagen, die sind ja ziemlich farbenfroh. Also der Adler ist da drin, ja, der Adler mit Fahne. Also ziemlich patriotisch. Also die haben einen patriotischen Pass. Wir haben ja einfach nur Pass. Ne? Ja, ist ja halt so. Wir die Deutschen, ja. Ja, mittlerweile sind wir Deutschen eine Lachnummer, vermute ich mal. Ne? Weil die Türken machen ja mit uns, was sie wollen. Aber das sind ja halt die Türken. Ne? Die Türken machen, was sie wollen mit uns, aber nur die oben, nicht die Kleinen. Wir sind ja alle die Kleinen. Ne? Wir amüsieren uns tagtäglich, wir philosophieren tagtäglich. Wie gesagt, ganz hinten seht ihr da die bösen Buben und ganz oben seht ihr die Schauspieler. Da meine einer ja 1966, beziehungsweise in den 50ern, schon als Baby da in so einem Kinderwagen, ne? Kompasserie, ist klar. Man macht ja gerne was mit. Heute weiß man das alle und heute macht man das ja vor der laufenden Kamera auch für euch. Ja, für euch macht man das und fragt sich hier Star Wars. Also wie gesagt, wir sind keine Fans. Wir haben das jetzt hier nicht rumstehen, weil wir das geil finden, sondern weil wir es verkaufen wollen. Ne? Das ist von der Firma Disney und die Firma Disney hat das halt angeboten und einige kaufen es oder hätten es gern und könnt es dann hier halt kaufen. Das ist also auch kein Thema. Wir machen nicht nur Passfotos, wir machen auch richtige Fotos. Wir haben also wie gesagt ein richtiges Studios, wir haben mehrere Studios. Wir haben natürlich auch verschiedene Sachen, weil die Firma Filmpool ja ihre Geschichten auch drehen. Ihr wisst ja, Revier und so weiter. Achtung, Kontrolle. Also diverse Programme, also diverse Filme, die im Sat.1 und RTL laufen. Dann hatten wir auch versuchsweise da was mit N24 mal, wisst ihr ja noch, Payvision. Das sind also so Versuchsballons, weil die Kunden tragen das an uns heran. Und wenn ich Zeit, also wenn ich selber Zeit und, ne, ich habe jetzt genügend Schauspieler, aber bis die da sind. Und wie gesagt, wir wollen im Moment damit noch kein Geld verdienen, weil damit können wir noch gar kein Geld verdienen, weil ich meine, 25.000, 50.000 schauen sich jetzt hier nicht so eine Sendung an, ja. Wenn so ein Medienkanzler da über Politik spricht, ja, zum Beispiel die SPD, denen ist das vollkommen egal, ob die Armen ärmer werden. Das geht ihnen an der Hose vorbei, weil die fangen ja an, das freie Fernsehen über Antenne zu löschen. So, und die Betroffenen müssen sofort doppelte Gebühr bezahlen. Erstmal die GEZ, dann das freie Fernsehen müssen sie bezahlen. Man kann ja nicht einfach sagen, jo, wir springen wieder zurück in den Anfängen, kannst wieder Fernsehen gucken. Wie früher, ARD, aber früher, so in meiner Zeit, 50, 60er Jahre, da haben wir in englischer Sprache den Bilbo gehört, Sesamstraße, ja. Wir hatten Kermit den Frosch, worauf möchte ich hinaus? Wir hatten Unterhaltung, wir hatten Unterhaltung, genauso ein Lärm da wie draußen, aber wir hatten Unterhaltung. Heute, so am Samstag, hätten wir Schach lernen können, ja, Schach lernen hätten wir können oder wir hätten Skat lernen können. Ja, da kam die mit so einer Tafel, da war ein runder Tisch. Dann konnte man Skat lernen. Dann saßen die da und dann sprach der da, wie das so funktioniert. 18, 20, 24, 30, ne? Also, ne? Reizen und so weiter. Ne? Man hat uns auch Poker beigebracht und Hermann von Dietfurt und diverse andere Professoren haben uns im dritten Programm, WDR genannt, haben die uns dann Sachen gezeigt. Ja? Wie die Welt funktioniert, wie die Planeten funktionieren. Wie das Ganze. Dann kamen ja die ganzen Filme für uns Jugendlichen. Ja. Am Wochenende gab es ja immer Väter der Klamotte, so circa 18 Uhr. Da waren auch meistens auch schon die Läden zu und so weiter. Also früher war Fernsehen so gestaltet, dass wir auch hin und wieder das sogenannte Flächenfernsehen hatten. Das heißt also, alle saßen davor, so um die 20 Leute, schauten da fern. Und dann wurde diskutiert, boah, war der Film, boah, war der aufregend, boah. Oh gut, wir leben im Jahr 2017, wir sind die YouTuber. Meiner einer ist einer der alten YouTuber, der nicht mehr so jetzt hier 25, 50, 75.000, 100.000 Leute begeistern wird. Das ist eben so. Und ihr macht das ja auf eure Art, ist ja auch vollkommen okay. Nur ein Problem, also das Problem, was mir auffällt, ist,
dass ihr vermarktet werdet. Und das nervt mich ein bisschen. Ihr werdet so ein bisschen ausgebeutet. Ihr werdet so ein bisschen, naja, ihr wisst schon, hingestellt für die Kamera. Ihr müsst dann Script Entertainment machen, ihr müsst alles schreiben, was aufgeschrieben, müsst jetzt sprechen und alles. Also ich bin so ein Backstage-Boy, ne? Ich schaue mir gerne so Backstage an. Hier zum Beispiel, hier Star Wars. Natürlich kann man sagen, boah, sind Sie ein Star Wars-Fan? Boah, sind Sie ein Star Wars-Fan? Nee, ich bin kein Star Wars-Fan. Nur mir gefiel die Figur, ja, der Cameron. Also man hat die, wenn man Filme macht, braucht man ja auch ein bisschen, dass die Kamera fährt und das nur ein bisschen. Also wenn zwei Leute agieren, zum Beispiel Mord mit Aussicht oder hier der Held, ne, in Bochum oder der letzte Bulle, dann, wenn die Kamera so irgendwie was einfängt, ist euch vielleicht schon auch schon mal aufgefallen. So, im Hintergrund, wenn dann solche Figuren stehen, ja, dann wirkt das auch ein bisschen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt den Poe Dameron jetzt unbedingt... Ich hole euch nochmal eine andere. Gut, Paul Dameron hat jetzt mit Jane Erso nichts zu tun. Ne? Aber wie gesagt, solche Figuren, wenn man sich die genauer anschaut, meint man zwischendurch, die Dame oder er hier würde einen anschauen. Ne? So ungefähr. Aber sie sind gut, ja, ich meine, eine Figur, wo die Schrauben zu sehen sind, ist nicht jetzt der Hype. Ne? Ist klar. Gut, einige Koloristen gibt es ja auch mittlerweile, die Figur nacharbeiten, die also hier die Löcher stopfen, da irgendwelche Kleidungsstücke drum machen. Also das gibt's auch. Also für die Fans, für die richtigen Fans, die können ja eine Menge daraus machen. Ne? Das ist die Firma Jack aus Amerika, die diese Figuren herstellt. Die sind gar nicht mal so schlecht. Also so zum Hinstellen, zu dem Fernseher. Also uns hat es gefallen, deswegen haben wir sie auch geholt. Wir werden alle von dieser Größe holen, bis 1,20 Meter. Die ganz, ganz großen hier, habt ihr ja auch gerade gesehen, sind natürlich Schaufensterfiguren, die natürlich angekleidet dann auch was hermachen. Es sieht gut aus, also es ist eine schöne Kulisse. Also wir möchten, dass der Kunde sich wohlfühlt, dass er so ein bisschen seine Augen schweifen lässt und nicht so steril. Gut, ihr dürft es wirklich alles kaufen, ist überhaupt kein Thema. Natürlich, Amazon kriegt ja alles billiger, ist ja klar. Aber wie gesagt, das ist ja so zum Mitnehmen. Klaus hat Geburtstag, ey, Klaus ist Star Wars Fan, ja, nehme ich mit. Na, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, so ist das hier alles gedacht. Auch die bösen Buben da hinten aus den bösen, bösen Weltkriegen. Ersten und zweiten haben wir da auch stehen. Ja. Aber die ganz bösen, also die Verantwortlichen sind schon weg. Ne? So, aber jetzt sind halt die anderen da. Und der aller Böseste ist auch weg. Na, aber so, das für die. Aber ich habe auch eine tolle Figur, die bringe ich. Also wie gesagt, das ist keine Kulisse, das kann man kaufen. Und viele Jugendliche, wow, da, ne? Ist klar. Na? Also der Liebling ist er hier. Na? Also, das hier ist ja wirklich der Liebling. Ja? Also, wie oft ich den schon nachbestellen musste, hätte ich nie gedacht, dass Darth Maul, der ganz kurz nur zu sehen war, dass ausgerechnet der Darth Maul, der wirklich ganz kurz zu sehen war, irgendwie, mag ja sein, wenn ihr das markante Gesicht euch anschaut, aber diese Figur, wie gesagt, ist halt überall zu haben, ist klar. Aber bei uns stehen die, wenn die Leute arbeiten, an den Straßen, da arbeiten die auch die Komparsen von, oder Filmpool oder diverse andere und normale Bürger, die ihre Bewerbung machen, die dann halt so ein bisschen, ne, so ein bisschen, das ist Atmosphäre. Also ich persönlich, euer Medienkanzler, mag auch Atmosphäre, ich mag nicht dieses Sterile. So. Viel wollte ich nicht erzählen, viel werde ich nicht erzählen. Ich werde jetzt in die andere Kulissenecke gehen mit euch und da den Rest auch nochmal eben kurz so vorstellen. Als Filmfotogestaltung und Filmfotoproduktion und wie gesagt Kopierstraße, Videostraße, Filmstraße, Filmfiguren und Theater, Star Wars, Assassins, wie gesagt, viele Kunden
aber von Exzessen gibt es ja gar nicht so viele. Wir warten natürlich auf den Film, dass der uns natürlich als Blu-ray zur Verfügung gestellt wird. Nach diesen Dreharbeiten wird gleich auch wieder das Kino, also wir haben ein eigenes Kino, da gehen wir gleich rein. Und habe heute einen Film, die fantastischen Kinder, die da gewisse, ja, die können einiges. Der eine hat da irgendwie so ein komisches Auge und so. Ihr wisst vielleicht schon, worum es geht. Aber ich bin ja jetzt hier in der Star Wars Kulisse, dann bleibe ich jetzt auch hier in der Star Wars Kulisse und spreche über Star Wars. Mark Hamill soll angeblich nächstes Jahr, also 2018, mindestens einen Oscar bekommen. Nicht jetzt für 7, da war ja nichts, da stand er ja nur und schaute. Natürlich macht er lang genug mit für 8 und 9, mag ja sein. Also wir drücken ihm die Daumen für Mark Hamill, dass er einen Oscar gewinnen wird. So, diese Figuren kann man alles kaufen, wie gesagt, auch die Unikate, das sind Unikate hier. Das ist jetzt aus der Reihe Rogue One. Wir mussten hier schon eine Lücke schließen, weil die Figuren gehen, werden gekauft. Das hier, das sind selbstgemachte von irgendeinem Künstler, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der die uns zur Verfügung gestellt hat. Das sind wirklich Unikate, die gibt es nur hier. Die gibt es nur hier. Hier haben wir also da einmal drei Stück hängen und einmal dort drei Stück hängen. Und einige Figuren, wie gesagt, sind Exponate, die haben schon ihr Zeitalter. Und wenn man sich so sieht, auch so eine Barbie-Puppe. Ich bin da schon ehrlich, ich war ja schon immer ehrlich und werde auch immer ehrlich bleiben, so richtig schön verkaufen möchte ich sie nicht. Na, also das hier ist die Barbie-Puppe, die hat 21 Knickpunkte, also mit der kann man wunderbar arbeiten, wenn die noch sprechen will. Na, also eine sprechende haben wir auch, aber das ist dann the first order. Ne? Also ziemlich gummihaft hier alles, hat auch einen Anzug an, ne? Hat wirklich alles hier, Anzug an, sieht gut aus. Als Stormtrooper, also die Stormtrooper, die sind ja schätzungsweise überall. Man identifiziert sie, also wie viele Stormtrooper ich jetzt hier zu Karneval gesehen habe, nicht hier vor Ort. Wie gesagt, wir sind eine karnevalfreie Zone, also hier passiert nicht viel. Wir sind hier halt 41 mehrsprachige Bürger, also 41% der Bevölkerung sind jetzt hier schon. Man hört kaum ein deutsches Wort. Ich musste also sehr viel gestern mal wieder in Englisch sprechen, weil die, wie gesagt, aus Syrien kamen. Der eine war ein waschechter Amerikaner, dann am Telefon, wollte schon sagen, die Indianer, nein, aus Indien. Ich vermute aber, dass die aus Indien mir schätzungsweise irgendwelche Filmgeschichten da. Ich habe zwar, ist schon sehr lange her für Bollywood und ich weiß, mit Bollywood, naja, da drehe ich sehr ungern. Ist nicht so einfach für Bollywood zu drehen, weil die brauchen Zertifikate, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, im Vor- oder Nachspann, das sind lauter Zertifikate. Die Zertifikate sind fast A3 groß oder noch größer. Ja, also wenn man die hier fotokopieren muss, hat man dann also auch schon Schwierigkeiten. Wie gesagt, gestern Syrisch, die Zertifikate sind auch fast A3. Und, aber das war zwar ein Handyphone und ein besseres konnte ich dann nicht machen. Aber wie gesagt, wir sprechen hier in alle Landessprachen, versuchen wir hier das Bestmögliche zu machen. Viele haben wir dann Glück, dass da irgendwelche Landsleute reinkommen, dann könnt ihr das übersetzen. Also hier ist immer was los. So halt wie Star Wars. So, vorher war ja Star Trek der große Hit, weil Star Trek in den 60ern, wo noch so ein bisschen Apathie, ich will das jetzt alles nicht so nennen, aber es war ja, sagen wir mal so, du gehst in einen Laden des weißen Mannes, so hieß es, und wenn du dann anders ausgeschaut hast, wenn du in einem Laden warst des weißen Mannes, hattest du Ärger. Und wenn man dann bei Star Trek diese ganzen Föderationen, die ganzen Leute sieht, ich hatte das große Glück jetzt, es ist eine Star Trek Geschichte momentan am Laufen. Wir konnten, beziehungsweise ich selber konnte Star Wars, also Star Trek Enterprise, mit Captain Archer komplett. Und die allerletzte dann ging dann in die Voyager über. Und von der Voyager fing Captain Kirk an und davor die erste, ja, Folge. Und ja, es gibt einen Sender, wo sehr lange und sehr oft
Star Trek läuft. Und deswegen fragte ich eigentlich mal, wann kommt die Serie über Star Wars? Aber die Serie Star Wars ist bis heute nicht gekommen. Das bisschen, was wir da alles gesehen haben, kann man jetzt nicht als Serie bezeichnen. Ja. Es ist aber leider alles am Bröckeln. Also jedenfalls hier. Also die Kunden können sich damit nicht identifizieren. Die Kunden sagen, wow, Sie sind aber Fan. Nö, kann man kaufen. Ja, ja. Also ich gehe demnächst auch mal bei Toys R Us rein. Seid ihr Fan? Ihr habt so viele Figuren. Ja, mache ich. Oder bei Rewe, in so Wurstfachgeschäft da immer. Bist du Fleischfan? Du hast so viele Fleischstücke hier. Ja, vielleicht bringe ich das mal. Ja? Also ich bin kein Fan. Bin damit groß geworden. Ich durfte dafür arbeiten, zweimal, 79 und 99. Und dadurch sind halt die Figuren hier und die sind eingekauft zum Verkauf. Wie gesagt, auch Kulisse, die werden hin und wieder ausgeliehen und stehen die irgendwo rum. Und wenn die Kamera da, ja, sind dann meistens so Figuren von uns, die dann irgendwo stehen, ob das der Cameron ist oder er hier. Ja, gibt ja so Fälle. Dann geht es um irgendeine Figur, ja, oder hinten haben wir noch einen Raum voll lauter Kartons ohne Ende. Da wurde letztens auch so ein Film da gemacht. Da brauchten die den Raum für so Kartons und deswegen konnte er drin rumwühlen und so. Also wir haben hier eine Menge, ist, wie gesagt, kann man kaufen. Die Kartons nicht, aber da kann man drehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, es ist also so eine Sache, alles. Ja, das hier ist die Star Wars Lounge und ihr seid jetzt hier mittendrin und ich habe euch, wie gesagt, die Ecken gezeigt. Wie gesagt, Copyhouse, Film Club, alles über Filme, DVDs, Blu-rays und was weiß ich. Wir philosophieren viel über Filme, weil wir ja auch selber, also da sind wir mit der Philosophie des Films. Also einige waren stinksauer, weil George Lucas in, oder J.J. Abrams, könnt ihr machen, wie ihr wollt, in Episode 7 das Ganze da so ein bisschen an Hitler angelehnt und an die Neos und so weiter. Ey Leute, lasst es doch mal sein. Das ist Star Wars. Es ist Star Wars, es ist ein Krieg. So, das sind Krieger. Das sind Sturmtruppen. Dass die da einen auf Heil machen, ja, das ist Star Wars. Die sagen, ne? Und das hat damit gar nichts zu tun. Könnt ihr diese braune Suppe, die da mal gekocht wurde, kann man die nicht mal... Ja, ich mag keine braune Suppe. Ja, ich mag die überhaupt nicht. Ja, ich bin also ich bin neutral. Ich bin total neutral. Ich habe überhaupt nichts mit dieser geschichtlichen Geschichte zu tun. Sie tangiert mich rein peripher. Also ich liebe die Erde. Könnt ihr auch jetzt hier, er ist auch hier. So ist es nicht. Ja? Kennt ihr noch die Szene mit ihm, der damit gespielt hat? Ne? Ich liebe die Welt und so. Ne? Charlie Chaplin, ja, der ist auch hier, der arme Charlie Chaplin, ja. Der Tramp, der hat den Tramp und dann hat er ja, dann hat er mit der Welt gespielt. Ja, wenn ich ehrlich bin, wir spielen alle so ein bisschen mit der Welt. Ja, hinter euch ist der Trump, den habe ich jetzt nicht als Figur, dafür habe ich den Putin als Figur, ja, zum Beispiel. Ja. Also, noch einmal, wir sind keine Fans, wir verkaufen euch das gerne, ihr könnt es kaufen, das könnt ihr von mir auch kaufen, muss ich gucken, was man dann dafür nimmt, aber richtigerweise, deswegen ist dieser Video jetzt entstanden, ist das natürlich, wie das gebraucht für Kulisse, ja, man muss ja irgendwie drehen, da muss ja irgendwie was sein und deswegen haben wir das, natürlich, wenn so eine Figur, wird dann abgeholt, irgendwo hingestellt und dann wird da gedreht und das sind meistens so Sachen von uns, die dann da in irgendwelchen Filmen dann zu sehen sind. Und wenn die dann zurückkommen, werden die dann irgendwo wieder hingestellt oder es wird hier alles wieder neu gestaltet. Wir haben auch Künstler, die wunderbare Kulisse schon gezeichnet haben oder halt gemalt haben oder hergestellt haben. Ja, also ist ja nicht alles gekauft, sondern ist auch alles hergestellt. Das sind Unikate, also wer sich sowas bei sich hinhängt, hat das nicht jeder. Auch diese, wie gesagt, Diese Bilder, sollte die einer mal kaufen, ist klar, dann haben wir wieder eine fette Lücke da, müssen wir uns wieder rausdenken, aber egal. Wie gesagt, da sind schon viele Haken leer, da hingen die Spawns,
Wir hatten also auch viele Spawns aus dem Film Spawn. Wir haben auch die Originalfigur vom Spawn, der hängt da oben. Die Originalfigur von Spawn. Wir haben auch den Film noch auf VHS im Original. Wie gesagt, Kulisse. Wenn ihr nicht wisst, was eine Kulisse ist, jetzt wisst ihr es, okay? Wir arbeiten nicht nur im Green Room, wo ich gerade mit angefangen habe. Dann bin ich rüber zu den Cosplayern. Dann habe ich euch die Kopier- und die Computerstraße gezeigt für die ganzen Stars und Sternchen und Normalbürger. Und dann hier, wie gesagt, die Star Wars-Ecke. Ja, das soll heute mal wieder reichen. Ich hatte versucht, euch zu sensibilisieren für die Welt. Ja, also dass ihr wisst, dass die Welt, ja, ein bisschen sensibilisieren, dass wir die Armen nicht ärmer machen. Aber das ist der SPD vollkommen egal. Das ist traurig. Es ist traurig, dass wir überhaupt noch wählen. Es ist traurig, dass wir denen überhaupt noch irgendwas zu... Also, die wollen ja nur Geld verdienen. Die wollen unser Geld. Und wenn wir Geld verdienen möchten, kriegen wir kein Geld. Und das ist schon mehr wie traurig. Das ist sogar sehr traurig. Aber was soll man machen? Man kann euch nicht sensibilisieren. Ihr wollt nicht sensibilisiert werden. Ja, dann lassen wir das. Ne? So, ich bin wieder weg. Ich bedanke mich, dass ihr überhaupt zugeschaut habt.